Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute ist es ein Video, da nehme ich euch jetzt mal mit auf die Reise zu diesem Journal. Sagen wir es jetzt mal so. Dieses Journal ist entstanden, von dem habe ich euch schon mal erzählt, in einem meiner letzten Videos. Das Journal ist entstanden quasi, ich würde sagen, in der ersten Woche nach der Beerdigung von meiner Mama. Da ging es mir wirklich tatsächlich nicht gut, aber ich habe trotzdem immer wieder den Weg hier ins Bastelzimmer gefunden, weil ich wollte einfach ab und zu einfach für mich alleine sein und Zeit für mich verbringe, um irgendwie so die Gedanken frei zu bekommen, mal an was anderes vor allem zu denken, um irgendwas Kreatives zu machen, obwohl ich überhaupt keinen Plan gehabt habe, richtig, was ich machen möchte. Doch, ich habe schon einen Plan gehabt. Ich wollte ein Journal für mich selber machen. Und zwar eins, ein ganz einfaches, ein ganz schlichtes, wo gar nichts drin ist, wo ich aber gewusst habe, ich kann hinterher dann viel drin schreiben, drin kreativ sein. Aber so richtig aufwendig sollte es nicht sein. Es sollte ganz einfach sein. Und in den ersten Tagen, da habe ich überhaupt nicht gewusst, ich war nicht fähig, eins zu machen, sage ich mal so. Ich habe dann erstmal andere Sachen gemacht. Das erkläre ich euch jetzt gleich, wenn jetzt das Video startet. Aber zuerst zeige ich euch mal ein echt besonders schönes Papier und ich erkläre euch auch, wie ich zu diesem Papier gekommen bin. Ja, und jetzt geht's los. Ich möchte euch heute mitnehmen. Das ist so eine Art Mittendrin-Video. Also ich bin gerade Mitte dabei an diesem Journal, was ich euch in einem meiner letzten Videos gezeigt habe, an dem ich gerade am Arbeiten bin. Und ich habe auch ein paar Videos angeguckt, also unter anderem auch eins von Crunchy Girl Journals, Lori B. Also Liebe geht raus. Ich liebe ihre Journals. Ich liebe die Cover, die sie macht. Das ist unfassbar und so inspirierend für mich. Ich habe euch schon mal von ihr erzählt in einem meiner Videos von letztem Jahr. Das verlinke ich euch irgendwo da oben mal, wo ich euch schon mal von ihr quasi erzählt habe und auch von ihr ein Video dann unter meinem Video verlinkt habe. Und ja, da hat sie mal erzählt, wie sie ihre Papiere behandelt, dass die sich toll anhöre und so. Und also die Frau hat's wirklich drauf und die macht jedes Journal mit so viel Liebe und Geduld und also Aufmerksamkeit, man kann sich's nicht vorstellen. Also ich bin da total begeistert. Und sie hat jetzt die 2000 Abonnenten erreicht, also sie hat jetzt schon wieder mehr. Und da hat sie ein Gewinnspiel gemacht und zufällig, das war da, wo Beerdigung von der Mama war. Und also ich war da nicht so viel YouTube-mäßig unterwegs, aber das war echter Zufall. Mache ich mein Handy an und da war quasi gerade die Live-Ziehung von ihrem Journal, was sie da gemacht hat. Und das Journal hat mir so gut gefallen. Da war oben rechts so eine kleine hübsche Figur und ich dachte sofort, oh mein Gott, hoffentlich ist das ein digitales Papier und hoffentlich verrät sie uns, wo das her ist. Und das hat sie gemacht. Das Papier war von Etsy von Cheryl Francis Art. Und da habe ich auch jetzt eingekauft. Und die Papiere zeige ich euch jetzt. Ich habe da drei unterschiedliche Papiere eingekauft. Ich habe jetzt aber auch nur ein paar Seiten davon ausgedruckt. Aber die gefallen mir so gut. Also ja, ich war wirklich gleich direkt verliebt. Das ist zum Beispiel speziell gemacht für so ein senkrechtes Journal. Aber man kann sowas natürlich auch auf einem Cover benutzen und kann damit spitze und so arbeiten. Und ich finde, also die Papiere einfach wunderschön. Also der Strich, der da durchgeht, der ist tatsächlich so, weil ich denke, das hat sie gemalt und wahrscheinlich da mit Papiere aufgeklebt, vermutlich wirklich selber hergestellt. Ich weiß es nicht. Ich kenne die Frau nicht wirklich, aber ich, dank der Crunchy Girl Lori B., habe ich jetzt dieses Papier gefunden und bin da unheimlich froh drüber, weil es mir einfach super gut gefällt. Die Lori B. hatte dieses Mädchen auf ihrem Journal drauf. Gerade so oben in einer Ecke sitze, drumherum viel Spitze und so und Musikpapier. Das Video, das Durchblättervideo von dem Journal, was sie da verlost hat, verlinke ich euch unter drin. Könnt ihr euch das angucken und dann seht ihr auch das Cover, was ich jetzt da gerade gemeint habe. Also wie gesagt, ich habe da ein bisschen eingekauft.
Aus dem Grund, weil ich ja gerade hier dieses Journal bearbeite. Und ich wollte dann, das hat mich so angesprochen und ich dachte gleich, okay, eins von den Papieren nehme ich und benutze es vorne als Cover. Ja, das ist auch sehr besonders, finde ich. Das ist halt so, ja, also mich hat es angesprochen jetzt. Ich war halt auch im Moment da, im Moment bin ich halt ein bisschen eher traurig unterwegs, aber ich finde die Papiere unglaublich schön. Das ist halt jetzt das zweite Papier, das sind die Mädchen mit Vögeln. Und die haben alle was. Die sind so richtige kunstvolle Bilder, finde ich. Und dann kommt noch eins. Also wie gesagt, das sind mehr Papiere normalerweise im Set. Ich habe jetzt nur ein paar wenige ausgedruckt und mein Drucker spinnt gerade leider. Habe ich da echt das Problem. Ich weiß gar nicht, ob ich aktuell noch was ausdrucken kann. Muss da, wenn ich mal Zeit habe, mich drum kümmern. Aber ich bin froh, dass ich die ausgedruckt habe, dass ich die habe. Und die hier, oh, die haben mir auch so gut gefallen. Und von denen habe ich jetzt eins rausgesucht. Und das kommt, oder das ist schon passiert, das ist tatsächlich vorne auf dem Cover gelandet. Das zeige ich euch jetzt gleich. Ich wollte euch nur hier geschwind mitnehmen und euch diese Papiere zeige. Absolute Kaufempfehlung meiner Meinung nach. Ja, also die Cheryl Francis Art weiß nicht, dass ich jetzt hier gerade für sie Werbung mache, aber vielleicht merkt es, wenn der eine oder andere von euch bei ihr auch irgendwie so Papierle kauft. So. Ja, also das war das Papier. Also das sind drei verschiedene Papiere gewesen, habt ihr ja gesehen. Und die Cheryl Francis Art, die hat unglaublich schöne Papiere. Also ich könnte schon wieder einkaufen, wenn ich nur mehr Zeit hätte, auch was damit zu machen. Aber das ist, ihr müsst da mal vorbeischauen. Ihr werdet mit Sicherheit begeistert sein und irgendein Papier finden, was euch gefällt. Da bin ich mir ganz sicher. Also nicht unbedingt jetzt das, was mir gefällt. Also ihr habt wahrscheinlich einen ganz anderen Geschmack, aber sie hat so eine ganz tolle Mischung, finde ich. Sie hat also eigentlich eine unglaubliche Mischung von allem etwas. Also ich glaube, da kann jeder fündig werden. Und ich bin halt wegen der Lori B. auf dieses Papier gekommen, weil mich dieses Journal halt, weil mir das so gefallen hat. Ja, wie gesagt, die Videos habe ich euch unten drunter verlinkt, unter meinem Video in der Infobox. Wenn ihr da unten auf die Überschrift klickt, dann geht die Infobox auf, dann steht das Wort mehr, da müsst ihr draufklicken, dann geht noch mehr auf. Das ist so eine ganze Latte an Informationen. Da findet ihr dann alles, was ich euch darunter verlinkt, da ist immer alles Mögliche Interessante für euch verlinkt, wo ich denke, das sind Videos, die euch auch noch vielleicht gefallen könnten oder so, oder Videos, die ich erwähnt habe in meine Videos. Die verlinke ich euch also immer unter drunter so viel, wie ich Platz habe. Und ganz weiter unten, da kommt dann auch immer übrigens meine Materialliste, wo ich die Sachen verlinke, die ich oft benutze. Also Sachen, die ich getestet habe und so, die findet ihr ganz, ganz unten, weil ich immer wieder doch gefragt werde, wo ist der Kleber her oder wo kann man, habe ich diese Tasche da, wo ich da mein Bastelzimmer-Rumtour da gemacht habe. Diese ganze Sache. Das ist alles immer unter drunter verlinkt. Immer passend zum Video. Also die Infoboxe mit dem Material, das ändert sich bei mir. Das mache ich dann oft passend einfach zum Video, was ich da benutzt habe. Das findet ihr dann meistens unter. Und ansonsten könnt ihr mich fragen. Also ich verlinke euch schon dann die Sache. Oder nee, verlinke kann man nicht mehr. Sorry, sage ich falsch. Man kann auf YouTube in den Kommentaren nichts mehr verlinken. Aber ich gebe euch halt dann den Text oder so, dass ihr es selber finden könnt. So. Aber jetzt machen wir weiter. Also, ich habe mir jetzt da ein Papier ausgesucht und das kam auf dieses neue Journal. So, also das Video ist jetzt ein bisschen vielleicht durcheinander, aber ja, wo ich mich dann entschlossen habe, ich mache eins überhaupt. Es war nicht mal geplant, dass ich eins mache, aber schlussendlich habe ich gedacht, dieses Journal ist auf so eine, ich sag mal, eigenartige Art und Weise entstanden. Das ist vielleicht doch interessant. Da reden wir zwar mehr drüber, ich erkläre euch das eher, als wie dass ich es euch zeigen könnte, weil ich habe viel von dem Prozess nicht aufgenommen, weil ich gar nicht vorgehabt hatte, ein Video zu machen. Das wäre ja ein Journal nur für mich gewesen, ganz einfach. Aber ihr kennt mich, ich kann es gut erklären und das mache ich jetzt. Und jetzt gucken wir mal das Journal an und wie dieses Cover jetzt aussieht. Und weiter geht's. Also, und eins von denen habe ich hier drauf gemacht. Und das ist so schön.
da muss man gar nichts, also ich finde, da muss man gar nichts irgendwie dazu machen. Ich fand das unglaublich schön. Wie habe ich das jetzt hier aufgezogen? Das ist ja ganz normales, das war so ein altes Buch quasi. Ich kann euch da was einblenden vermutlich. Wo ich das, ich habe das mit diesem Tagiglue tatsächlich erstmal, also auf der Rückseite, da habe ich es gerissen, das Papier, da habe ich es geschnitten, das Papier, und dann habe ich es draufgeklebt. Und dann war das natürlich erstmal so matt wie hier. Und dann dachte ich, okay, das Journal wird wahrscheinlich viel in Benutzung sein. Und dann habe ich so ein bisschen Bedenken gehabt, wenn man das dann immer so, wenn es aufliegt und man arbeitet drin und man rutscht vielleicht auf dem Tisch rum oder so, und wenn das dann nicht behandelt ist, da hatte ich dann ein bisschen Bedenken, dass sich das da irgendwie halt abnutzt, ne? Darum habe ich das dann tatsächlich, nachdem es aufgeklebt war, habe ich es dann bestrichen mit meinem üblichen Art Putsch Lack und Leim. Das war ein bisschen eine heikle Angelegenheit, aber ich muss sagen, es hat sich super hingezogen, es ist total glatt. Also ich habe den da gut verstrichen und habe hinterher dann diesen Lack und Leim drüber gemacht, habe das großzügig dann verteilt, und dann wurde es die Oberfläche, das ist leider nicht auf dem Video drauf, aber wo die Oberfläche hier so war, dass ich sie habe anfassen können, wo die schon trocken war, dann habe ich hier ein Backpapier draufgelegt und bin mit so einem Bonefolder, der hat hier so eine abgerundete Kante, da bin ich da wirklich drüber und habe das so richtig angedrückt, also wirklich so Millimeterarbeit, komplett. Und das war dann so, dass sich das wunderbar miteinander, da war noch drunter irgendwie Klebstoff, und es hat sich überall ganz, ganz toll mit dem Journal verbunden. Also ich bin da sehr glücklich jetzt mit, und jetzt geht's weiter. Also ich möchte das hier, was ich hier gemacht habe, muss euch das geschwind erklären. Das Journal, also das ist ein Journal, das habe ich jetzt, ich habe noch nie so ein Journal aufgebaut. Das war in der Zeit, wo meine Mama schon gestorben war, und ich bin hier runtergekommen und ich habe einfach kreativ sein wollen. Und ich habe zwar zum Beispiel einen Abend, habe ich nur Papier genommen, also das ist digitales Papier von mir, man sieht jetzt kaum mehr was davon, aber hinter hat es eine weiße Rückseite gehabt, und ich habe einen Abend hier drin nichts anderes gemacht, wie Farbe drauf gemacht, Kaffeeflecke drauf gemacht, Aquarellfarbe, irgendwas drauf gespritzt, ich habe es geknetet, ich habe es behandelt, ja. Ich habe nichts anderes gemacht wie einen Abend, nur solche Papiere, das ist jetzt quasi hier die Rückseite davon, nur solche Papiere, irgendwie die Rückseite von ihrem weißen Zustand befreit und habe quasi in farbiger Zustand draus gemacht. Ein anderer Abend war ich hier unter und habe nur mit der Nähmaschine um meine Papiere drumherum genäht. Also das ist eher gesagt der weiße Faden. Ja, das ist auch so ein Papier, wo ich da so, das war weiß, und dann habe ich halt mit, ja, Aquarellfarbe und Kaffee und alle Mögliche habe ich das behandelt. Also man kann jetzt noch überall schreiben, malen, was auch immer, Collage drauf machen, das geht. Das ist auch ein festeres Papier. Also das ist, würde ich sagen, 160 Gramm. Das ist von mir, was ich am Computer mal probiert habe. Und dann habe ich an einem zweiten Abend, wie gesagt, nichts anderes gemacht wie Seite genäht. Immer genäht und genäht und genäht. Ich habe noch mehr Seide, die sind halt hier nicht reingekommen, die sind im Vorrat. Aber so habe ich mich beschäftigt. So habe ich mich quasi, ja, einfach, damit ich was zu tun gehabt habe, hier drin beschäftigt. Und ich schaffe gern mit Papier, und so kam das. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, so, jetzt mache ich meine Signatur zusammen, jetzt gucke ich mal, wie weit es kommt. Es soll ein Journal geben, wo man viel drin schreiben kann. Darum gibt es hier auch sehr viel helle Seite. Und da kann man jetzt zum Beispiel was draufkleben oder auch einfach mal gar nichts drauf, wo man einfach nur schreibt. Hier kann man wieder was Foto oder so hinkleben. Hier kann man wieder nur schreiben. Ja, so, es ist ein ganz schlichtes Journal, wird es. Und mir war es ganz wichtig, dass es flach liegt. Das war mein Hauptziel, wo ich das gemacht habe. Und ich glaube, ich habe noch nie ein Journal gemacht bis jetzt, was so flach liegt. Und da bin ich sehr glücklich mit.
dass ich das so hinbekommen habe. Und jetzt fragen euch vielleicht, wie hat sie denn das jetzt gemacht? Ja, genau, dass es flach liegt. Das war diesmal eins der Sachen, die mir sehr wichtig waren. Und das ist auch jetzt das erste Journal, was ich jemals gemacht habe, wo mir das richtig, fand ich, jetzt gut gelungen ist. Ja. Das hat jetzt verschiedene, quasi, würde ich sagen, Gründe gehabt, warum das dann schlussendlich so passiert ist. Also die Hoffnung hatte ich schon, wenn ich so und so mache, dass es dann flach liegt. Aber wenn man sowas noch nie so gemacht hat auf die Art, weiß man das ja nicht. Aber es hat funktioniert. Und jetzt erkläre ich euch, was ich da beachtet habe und wie ich das gemacht habe. Und weiter geht's. Also es ist eigentlich nichts Besonderes. Also ich habe, das sehen wir, das ist ein Stück Stoff, also so ein Leinestoff. Das ist ein bisschen kleiner, wie die DIN A4-Seite hoch ist. Und der Stoff ist etwas so lang. Das kann ich euch jetzt nur noch zeigen, weil man sieht ihn halt jetzt nicht mehr. Aber ich weiß es ja noch, weil ich das verarbeitet habe. So, und dann habe ich der erste Trick quasi, dass es hinter flach liegt, besteht darin, dass man nicht so viele Seiten benutzt. Also ich habe 1, 2, 3, 4, das ist ein Stück Tapete, 5. Ich habe immer 5 Seiten benutzt. Nicht 10, nicht 8, nicht 7, nur 5. 5. Und dann habe ich die auf den Stoff genäht. Da habe ich mir das angezeichnet auf der anderen Seite. Und ich habe so der Abstand gelassen, das sehen wir hier etwa, ich glaube, was ein Zentimeter oder 7 Millimeter, ne, es war ein Zentimeter. Ein Zentimeter Abstand gemacht. Und dann habe ich das als erster Schritt dann meine 5 Signaturen mit einem Dreilochstich auf den Stoff genäht. Ich habe auf der anderen Seite angefangen, darum sehen wir hier nicht den Knoten. Das war das zweite Schritt, was ich diesmal anders gemacht habe. Die Knoten sind quasi da dahinter. Das ist ja je nachdem, auf welcher Seite ihr anfangt mit Nähe, da ist hinterher dann auch der Knoten. Ja. Und dann hatte ich diese Signatur auf diesem Stofflappe. Und dann dachte ich so, jetzt wird es Zeit, jetzt muss ich das irgendwie mal mit einem Buchrücken oder so verbinden. Da bin ich an meinen Schrank gegangen und dann habe ich da in meinem Schrank solche Buchcover. Das war ein Buch, so dick war der Buchrücken, griechisches Übungsbuch war das. Das habe ich mal auseinandergenommen, wo ich Papierpakete gemacht habe zum Verkauf in meinem Etsy-Shop. Und die Buchcover, die habe ich aufgehoben. Und das ist ja normale Pappe. Die Größe hat einfach gerade gepasst. Also da steht eigentlich drunter griechisches Übungsbuch. Jetzt sieht man das halt nicht mehr, weil ich es jetzt dekoriert habe. Ne? Aber dann habe ich diese zwei Pappdeckel genommen. Das müssen wir uns jetzt hier wegdenken. Und habe da tatsächlich, habe die hingelegt und habe Kleber drauf gemacht. Textilkleber habe ich genommen. Oder nee, ich habe auch diesen Tacky Glue genommen. Und habe einfach diese Stofflappe, die gehen etwa bis hier, einfach verbunden. Ich habe diese Buchdeckel, ich habe hier an meinem Tisch, da ist so eine Kante drinnen, eine natürliche. Da habe ich die Buchdeckel so hingelegt, dass die so auf einer Kante sind, mit einem gewissen Abstand. Ich habe ja gewusst, wie breit hier meine Signatur ist. Also ich wusste ja in etwa den Abstand, den ich dann nehmen muss. Und dann habe ich diesen Stoff mit einem Buchdeckel verbunden. Also ich habe diesmal dieses Journal, ich kann euch nicht sagen, warum. Das ist auch nicht der beste Weg. Das ist jetzt einfach nur in der Zeit passiert, wo ich einfach nur gewusst habe, ich will hier drin was machen und gar nicht viel drüber nachdenken. Ich habe da wirklich nicht viel drüber nachgedacht. So, dann war das da verklebt. Innen hat es natürlich dann ganz komisch ausgesehen. Dann liefert der Stoff bis hierhin. Der Rest war dieser alte Buchdeckel. Und dann habe ich einfach aus dem Actionblock so ein Dekopapier genommen. Das hier, das habe ich geteilt und habe das dann hier hingeklebt. Vorher bin ich mit der Nähmaschine einmal drumherum. Also da muss ich jetzt ehrlich sagen, das ist jetzt nicht das schönste Innenleben, was ich jemals gemacht habe. Für mich war es einfach nur gedacht, ich mache da was hin. Das sollte auch mein eigenes Journal werden, aber jetzt mittlerweile weiß ich, ich werde es verschenken. Ja, aber es ist was drauf und sieht besser aus als wie vorher. Hier habe ich dann noch mit einer alten, sehr alten Spitze da so ein Täschle dahin genäht. Da kann man dann was reinmachen. Ja, dann war es schon eher wie ein Journal. Und auf der Außenseite, da
da hat es quasi auch so eine Art Stofflappe als Gegenseite bekommen, weil sonst hätten wir ja hier die ganze Knoten gesehen von der Bindung. Das ist alles darunter versteckt. Und das habe ich auch selber gemacht. Da ist noch so ein Rest. Das ist recht stabiles Material. Und das war nichts anderes wie ein altes Geschirrhandtuch in Weiß. Ein Leine-Geschirrhandtuch. Das habe ich bestrichen mit Gesso und habe es trocknen lassen. Auf der Vorder- und auf der Rückseite. Ich habe quasi eine Leinwand mir selber gemacht. Also ich hätte es nicht auf beide Seiten, glaube ich, streichen sollen, weil jetzt ist relativ ganz schön feste Sache geworden. Aber ich wollte ein Journal, was ein beweglicher Buchrücken hat. Und das hat es jetzt. Das kann man tatsächlich knicken. Und so, das ist irgendwie beweglich. Und ich denke, das hat jetzt auch mit zu tun, dass es auch schön flach liegt. Weil wäre es ein fester Buchrücken, wird es eventuell nicht so flach liegen. Also ehrlich gesagt, weiß ich es nicht so richtig. Ich denke, die ganze Sache spiele eine Rolle, aber eine große Rolle ist, dass ich nur 5 Papiere benutzt habe pro Signatur und dass der Buchrücken weich ist und flexibel ist. Also ich denke, das ist eins der großen Sachen, wo das ganze Journal eben jetzt so mache, dass man gut drin arbeiten kann, dass man es hinlegen kann, dass man drin schreiben kann, kleben kann. Also wirklich, man kann gut drin schaffen und man kann es halt vor allem noch füllen mit ganz viel Erinnerungsmaterial, Fotos, alles Mögliche oder Tasche oder so und Sachen reinmachen. Man hat die Möglichkeit, ich habe ja nichts drin, gar nichts bis jetzt. Das kann man dann selber sich gestalten, wie man es möchte. Und dann kann das wachsen und wachsen. Und bis es dann die Größe hat, die es dann haben soll. So, und ich würde sagen, jetzt machen wir hier weiter. Ich möchte das hier, gefällt mir nicht so ganz richtig mehr jetzt. Das möchte ich jetzt einfach verschönern. Und ich habe mir gedacht, Spitze oder so eine... Vielleicht mache ich sowas wie so eine Patchwork-Geschichte, die dann da drauf kommt. Und wie weit es hier in den Buchrücken da reinragt, weiß ich jetzt noch nicht. Da lasse ich mich jetzt mal treiben. Ich werde jetzt mal ein paar Sachen zusammensuchen, die ich finde oder von denen ich denke, dass es dann gut von der Farbe her zusammenpasst. Und dann werde ich da einfach das zusammenbringen. Und es wird dann drauf geklebt. Ich habe jetzt keine andere Möglichkeit mehr. Ich kann es jetzt nicht mehr hinnähen. Es muss geklebt werden und ich gehe davon aus. Und ich hoffe, wenn man einen guten Kleber hat, dass das auch gut hält. Ja. Hier oben, das wollte ich nur ein bisschen distressen, weil das gefällt mir so nett. Das ist ja noch so hell. Das mache ich noch. Ja, und dann kann man innen, kann ich immer noch gucken, was ich da mit dem Papier mache. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. So ganz glücklich bin ich da nicht. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Aber jetzt schauen wir mal. Heute geht es jetzt einfach mal nur drum um den Buchrücken, wie man den verschönern können. Wie man jetzt so ein Cover, da habe ich ja jetzt selber nichts dran gemacht, außer ein schönes Papier draufgeklebt. Mehr habe ich an dem Cover jetzt nicht gemacht und eigentlich ist das heutige Video geht unter dem Motto, wie kann man jetzt so ein Cover gestalten. Ne? So, ich suche jetzt mal was zusammen und dann geht es hier weiter. Ja, und dann habe ich tatsächlich meine 7 Sachen zusammengesucht. Aber, also ihr seht jetzt, ich habe dieses Journal auf den Weg gebracht. Ich habe einfach angefangen. Ich habe es irgendwie zusammen geschustert. Also es ist ja wirklich jetzt, also ich habe noch nie so auf diese Art ein Journal zusammengebaut mit 2 lose Buchdeckel rechts und links und einfach die mit dem Stoff verbunden. Und also das ist wirklich so von hinten durch die Brust ins Auge. So würde ich das jetzt mal sagen. So ist dieses Journal entstanden. Und dieser selber gemachte Buchrücke, da dieses Geschirrhandtuch, welches ich da mit Gesso und so behandelt habe und mit einer Schablone war das natürlich in Acrylfarbe brauner. So ist es im Leben. Das hat mir dann am Schluss gar nicht mehr gefallen. Also ein paar Tage später, wo ich dann, also das ging ja, das Journal war nicht in 2-3 Tage fertig. Das blieb dann liegen. Irgendwann bin ich wieder hier runtergekommen, habe dann wieder weitergemacht und so. Es hat schon seine Zeit gebraucht, tatsächlich. Und dann ist es ja oft so, dann kommt man dahin, wieder zurück und denkt, was habe ich denn da gemacht? Es hat nicht mal mehr mir so richtig für mich gefallen. Gell? Also
Obwohl dann schon langsam klar war, ich verschenke das Journal auf jeden Fall. Aber da war dann klar, nee, so möchte ich es auf jeden Fall nicht verschenken. Und das wollte ich dann unbedingt schöner machen. Das hat mir nicht gefallen zu dem schönen Bild vorne drauf. Da diese hübsche Frau da, das soll ein Engel sein übrigens. Ich habe das Gefühl gehabt, da muss irgend so was Zartes dazu irgendwie. Ja. Und das, was ich da dran geklebt hatte, das war zu grob. Es hat sich auch grob angefühlt. Also so eine Leinwand, die ist ja recht fest vom Anfassen her und so. Das war zwar optimal, finde ich, dass das nicht so eine labbelige Angelegenheit wird. Weil schlussendlich hat das ja jetzt auch meine zwei lose Buchdeckel miteinander verbunden. Also der Stoff innen und der Stoff außen. Das sind meine Verbindungen, also wie man kann sagen, wie Scharniere zu meine zwei Buchdeckel von außen. Ja. Also es war schon gut, dass es stabiles Material war, aber es hat mir optisch einfach nicht mehr gefallen. Darum musste jetzt eine Lösung her und ja, die machen wir jetzt. Weiter geht's. So, jetzt habe ich eine Weile hier. Ich habe alle mögliche Spitze rausgeholt und so ein dünner Leinenstoff. Das ist nämlich gar nicht so einfach, habe ich festgestellt, da dazu was zu machen. Ich meine, es ist nicht ganz so schlecht, aber es gefällt mir halt nicht. Das hat auch hier so einen abgerissenen Rand und ich habe das Papier so da drüber laufen lassen. Jetzt möchte ich das einfach irgendwie quasi abdecken. Ich möchte also gerade so weit drüber, dass das hier dann abgedeckt ist. So mal so der Plan. Und dann kann das hinten rumgehen. Und das muss auch nicht bis vorgehen. Das kann da hier irgendwie so abgeranzt dann aufhören. Also mit so einer organischen Kante. Jetzt habe ich das vor. Also dieses Stöffchen heißt es jetzt irgendwie zu, ja, ich glaube sogar, ich wäre ein bisschen mit dem Stickfaden irgendwie das besticke. Und ich habe hier alles Mögliche. Das hat da so ein bisschen was abbekommen. Ist nicht mehr ganz so richtig sauber, aber das macht nichts. Das ist halt uralt. Das war mal ein altes, so ein Paradekopfkissen. Da hat man doch so Spitze drumrum gehabt. Und das hatte ich sogar schon mal wo angenäht. Und das habe ich wieder abgerissen. Aber das ist mir natürlich zu schade, um dass es das irgendwie wegkommt. Und das wäre jetzt zum Beispiel ein schöner Abschluss hier unten. Ich habe wirklich schöne alte Spitze. Ich glaube, das ist sogar so handgeklöppelte Sache. Ja, das tut manch einem wahrscheinlich jetzt ganz furchtbar weh. Ich habe das mal im Konvolut gekauft. Also vor ganz anfangs, wo ich angefangen habe mit dem Junk Journal Thema, da war ich sehr viel auf eBay unterwegs und habe gesucht nach Vintage Spitze und so. Und da habe ich mal ein ganzer Karton voll solche Spitze da bekomme. Die zum Beispiel, da habe ich so einige Meter davon. Und ich dachte jetzt einfach, ich bleibe einfach so ein bisschen ja, von der Farbe her im Farbschema und gucke jetzt mal, was ich wirklich an schöner alter Spitze habe und lege das irgendwie so übereinander. Was ich auch noch habe, was mir auch immer sehr gut gefällt, das ist so ein gepunktetes Stöffchen. Das habe ich eigentlich gedacht, dass ich mit dem anfange und hier mein grauer Stoff erstmal mit diesem gepunkteten Stöffchen so ein bisschen, ja, so ein bisschen moderner gestalte. Und auch dann habe ich außer so ein bisschen so Wischiwaschi-Kante. Da werde ich auf jeden Fall mit der Nähmaschine drum herum gehen. Und ich glaube, den lege ich drunter. Ich habe das vorher schon mal so einigermaßen hingelegt und dachte dann, ja, okay, so könnte ich es eigentlich machen. Das legen wir da unten hin. Das hat halt so ein bisschen so eine Biege, aber das macht nichts. Jetzt weiß ich nicht mehr so richtig, wie ich es gedacht hatte. Also die ist ja wirklich wunderschön, gell? Es ist halt nur die Frage, wo machen wir es hin, dass sie auch zur Geltung kommt. Ich würde es fast hier hin machen. Ich denke, dahinter, das hört dann hier irgendwie auf, so irgendwie organisch. Das müssen wir dann mal gucken. Das ist auch eine sehr schöne Spitze. Das können wir zum Beispiel hier, dass so ein bisschen der Farbübergang passiert. Und die dann vielleicht mit einem kleinen Abstand, dann haben wir hier ein paar von den Pünktle da, dieses modernere dazwischen.
Was machen wir ganz oben hin? Ich zum Beispiel diese ja, schlichte. Dann könnte ich die drüber gucken lassen. So. Ja, das müssen wir uns wegdenken dahinter. Und wenn ich das so irgendwie jetzt da zusammenbringe. Und wie gesagt, ich werde es probieren aufzusticken. Ich gehe vielleicht mit der Nähmaschine dann später einmal so drumrum. Aber ich werde es mehr oder weniger wirklich von Hand drauf nähen. Vermute ich mal. Aber auch so, dass man sieht. Also das darf man dann schon sehen. Und mal gucke vielleicht mal auch noch ein paar Perle oder so dazu, dass so ein bisschen noch mehr Dekoration passiert. Vielleicht gerade so auch im vorderen Bereich. Ja, lassen wir uns überraschen. Das ist mal der Plan. Und jetzt muss ich in mich gehen und mich da konzentrieren. Und dann zeige ich euch dann einfach das Ergebnis. Kann sein, das sieht nachher wieder ganz anders aus. Ich habe hier auch noch diesen Stoff hier, der gefällt mir auch mal ganz gut. Der ist von Depot. Gibt es aber, glaube ich, nicht mehr. Der macht sich auch irgendwie gut, aber naja, das ist vielleicht auch zu viel. Oder hier, das habe ich auch gebraucht gekauft. Ich weiß gar nicht, was das mal war. Altes, alter Vorhang oder sowas. Oder vielleicht auch ein Schleier. Könnte auch sein von der Braut. Kann ich euch nicht sagen. Also hier liegt so einiges rum. Und das ist jetzt mal der grundsätzliche Plan. Es kann sein, wie gesagt, es sieht nachher ganz anders aus, wenn ich fertig bin. Warten wir es ab. Ich werde dann wieder die Kamera anmachen. Also, bis später. Ja, da war das dann fertig. Da habe ich das dann tatsächlich alles von Hand zusammengenäht. Da saß ich eine Weile und es war eigentlich ein schöner Prozess. Also mir hat das echt gut gefallen. Und ich habe das ganz in Ruhe vor mich hin gestickt. Wirklich die einzelne Spitze und so aufeinander gestickt. Ein paar Perle sind vorne dran gekommen. Und ich klebe das fest tatsächlich nur mit diesem Tacky-Glue. Schon super Kleber. Klebt alles richtig gut. Erst habe ich es vorne festgeklebt, habe dann eine Weile gewartet, bis das trocken dann war. Und dann habe ich es umgedreht. Und dann habe ich, wo es vorne einigermaßen angezogen hatte, hinter festgeklebt, aber nur oben und unten. Das war mir wichtig, damit man das hinter noch als eine Art Tasche benutzen konnte. Ja. Und dann habe ich ein bisschen gewartet, bis das, wie gesagt, das ist der Tacky Glue, da steht drauf, dass der schnell trocknet und das ist auch so, der trocknet unglaublich schnell und dann kann man da direkt schon weitermachen. Ja, und dann habe ich mich um diese Innenseite gekümmert. Die haben mir ja jetzt nicht mehr so gut gefallen, gell? Und was einem da immer hilft, das ist einfach Acrylfarbe. Tatsächlich ganz normale Acrylfarbe und die habe ich benutzt und habe die mit meinem Pinsel dann aufgetragen. Auch dann über diesem Stück Spitze, was ich da unten hingenäht hatte, das ist ja eine Tasche. Da müsst ihr dann allerdings natürlich aufpassen, dass euch die Tasche nicht zusammenklebt. Ne? Also da bin ich dann später immer mit dem Pinsel so rein und habe das wieder gelöst. Das wollte schon ein bisschen zusammenkleben, aber das muss man halt dann verhindern. Und dann habe ich meine geliebte Aquarellfarbe genommen und habe da noch ein paar so Goldspritzer hingemacht, einfach, dass es ein bisschen aufgelockerter aussieht. Ja, und was man jetzt sehe, das ist von meinem Rubina-Papier Volume 2. Das ist das Papier mit den Engeln. Und das Volume 2-Papier, das hat lauter solche Elemente, wo man so ein bisschen ja, so besondere Sachen mitmachen kann. Also dieses da finde ich sehr schön. Da kann man so eine Tasche mitmachen, eine größere tatsächlich. Und die baue ich hier zusammen. Das ist eigentlich selbsterklärend. Also da kann man, würde ich sagen, fast nichts falsch machen. Ich klebe dann in das Fenster so ein Stück Overhead-Folie rein. Das kann man kaufen bei Amazon oder irgendwo. Oder im Flohmarkt habe ich meine ganze Kiste gefunden. Overhead-Folie von der Schule von früher, wissen wir. Und das habe ich dahinter geklebt mit Tesa, dass man dann Fenster habe. Und damit da schon was innen drin ist, nehme ich jetzt von meinem Engelpapier diesen sitzenden Engel. Den finde ich sehr schön. Und den mache ich einfach innen rein. Dann ist da schon was drin, quasi. Und man kann aber trotzdem ja da ein Foto oder irgendwas reinmachen, von was man eben aufbewahren möchte oder einen Brief oder was auch immer. Und wenn man das dann rausholen würde, dann ist eben nicht ein weißer Hintergrund da, sondern eben dann ist dieser Engel da. Und das finde ich eigentlich, ja,
ganz hübsch so. Und dann habe ich das Täschle zugemacht. Also dann tut man einfach Klebstoff auf diese Lasche drauf und dann macht man das zu. Und dann hält es auch ganz wunderbar. Und dann durfte das jetzt in dieses Journal dann hineinwandern. Natürlich, die stresse immer, immer die Kante, das ist, also finde ich immer super wichtig. Dann sieht man die einfach besser. Und ich habe das festgemacht mit einem Stück Stoff. Ja, ein Stück Stoff eignet sich wunderbar. Da nehmen wir noch einen guten Kleber und nimmt einfach das Stück Stoff und klebt es mit dem Stück Stoff einfach fest. Und den Kleber so ein bisschen verstreiche ich, nehme da oft, wie ihr gerade gesehen habt, den Finger. Das macht man einfach, damit der Klebstoff nicht zu dick ist an einer Stelle. Und dann suppt es euch nicht durch den Stoff durch. Ne? Ja, da habe ich jetzt noch ein bisschen Acrylfarbe hinterhergelegt und habe dann noch bis zum Papier diesen Stoff, auf den ich die Signatur genäht habe. Das war so ein Stoff, der hat so Rostflecke und so drauf gehabt. Den habe ich einfach jetzt auch noch weiß angemalt, dass es besser dazu gepasst hat. Ja, dann gab es ja noch die letzte Seite. Die musste natürlich auch angeglichen werden auf die gleiche Art und Weise, tatsächlich. Also ich habe sie einfach bemalt, auch mit dieser weißen Acrylfarbe. Und dass es halt einheitlich aussieht. Und da habe ich dann die andere Seite von dem Papier genommen, die mit diesem Engel, der die Flügel ausgebreitet hat. Und damit habe ich einfach eine großzügige Tasche gemacht. Und großzügig macht ihr so eine Tasche, indem ihr so ein Zickzackpapier euch herstellt, wie ich es euch schon mal oder schon echt schon ganz oft gezeigt habe. Ne? Ihr nehmt einfach so ein Stück Abfallpapier, das muss eine Gerade sein, das ist gar nichts, das muss eine gewisse Breite haben. Und das faltet ihr euch so 2 bis 3 Mal im Zickzack. Und dann klebt ihr euch das einfach hinter drauf, seitlich und unten, sonst wird der euer Zeug rausfallen. Ne? Ich habe unten auch eins gemacht, jetzt tue ich erstmal das seitliche fertig machen und klebt es dann rein. Und wenn das dann drin ist, dann mache ich noch für unten so einen Streifen. Also wie gesagt, da nehmen wir einfach irgend so ein Abfallpapier, weil das haben wir mehr wie genug um uns rumliegen, immer irgendwelche so Abfallstücke. Das ist quasi ein Abfallstück gewesen vom digitalen Papier. Darum stand da auch Bullenhutart drauf, weil das ist ja, das war ein Papier von mir selber, von meinem Etsy-Shop. Und ja, und jetzt kommt das Täschle da rein. Also das ist ja total schlicht und einfach. Und da kann man aber dann ganz toll halt einiges an Material aufbewahren. Also ich habe das gerne in meine Journals, dass ich irgendwo eine Möglichkeit habe, eine Tasche oder großer Briefumschlag oder eben so eine große Tasche, die so ein bisschen Luft hat, dass man da einiges reinmachen kann. Und dieses Körbchen, was ihr da sehen jetzt, da habe ich jetzt Sachen drin, die habe ich schon ganz lang fertig. Und das ist so ein bisschen Vorrat von allem Möglichen. Und weil ja mir jetzt klar war, ich verschenke dieses Journal, dann durfte da ein bisschen was noch rein. Also ich habe zwar gesagt, ich mache ein nacktes Journal, aber so ganz kleines Miniatur-Bisschen Dekoration ist halt da jetzt reingekommen. Wenn ich es für mich selber behalten hätte, hätte ich gar nichts gemacht. Ich selber, in meine eigenen Journals, ich mache die Dekoration erst im Laufe der Zeit. Das ja an diesem Journal hier gesehen, das ist schon ganz schön gewachsen. Ich arbeite da drinnen tatsächlich. Das wächst, ja, im Laufe von seiner Zeit, wo es quasi befüllt wird. Ne? Da kommt immer mehr dazu und da mache ich dann auch meine Tasche und so. Jetzt in dem Fall habe ich jetzt ein bisschen was vorbereitet. Hinter kommt jetzt so ein bisschen ein kleines Materialpaket rein zum Kreativsein. Ein paar Büroklemmerle mache ich immer dran, weil die finde ich einfach toll und wichtig, weil ich benutze das für alles Mögliche. Büroklammern sind da einfach super Sache. Und dann habe ich jetzt einfach mal geguckt, wie es aussieht, wenn ich so ein weißes Band dazu nehme, um das zu befestigen. Und ich würde das jetzt eben nach unten ziehen, das Band, weil sonst wäre es ja über der Frau so über der Hals drüber. Das wollte ich jetzt auch nicht unbedingt. Und so hat es mir ganz gut gefallen. Jetzt blätter ich das nochmal mit euch durch, dass ihr das seht nochmal. Ich verabschiede mich sozusagen von dem Journal. Es ist schon jetzt längere Zeit bei der neuen Besitzerin. Und es hat auch ihr sehr gut gefallen. Ja, hat mich auch sehr gefreut. Und ja, jetzt gucken wir das nochmal an. Dahinter ist so eine geheime Tasche drin. Also da habe ich nicht die Spitze komplett angenäht. Da kann man noch irgendwo was verstecken. Ja, und es ist, wie gesagt, schlicht und einfach.
Die vordere Tasche ist immer noch eine Tasche links, das, wo mit Acrylfarbe bestrichen ist. Und das ist auch schönes Täschle aus einer alten Buchseite. Und so Struktur passt da drauf. Und nach Schablone ist das gemacht. Da kommt jetzt die Tapete. Aus der kann man noch eine Tasche machen. Da muss man nur oben und unten zukleben. Da ist aus so einem alten Papier so Täschle gemacht. Und ja, der Rest ist recht schlicht geblieben, wie ich es eigentlich vorgehabt habe. Da ist ein Briefumschlag, der ist noch dran gehängt mit einer Büroklammer. Und ansonsten, ihr seht, sehr viel Platz zum Schreiben. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man das hat. Hier ist eine Tasche drin, eine ganz schmale, hohe. Die finde ich auch sehr süß. Und die habe ich so aufgeklebt, dass es tatsächlich noch wie ein Bellyband ist. Also nur oben und unten festgeklebt. Und das kleine hier, das ist aus Tapete gemacht. Das ist ein ganz stabiles, kleines, süßes Täschle mit einem Verschluss vorne. Da muss man ein bisschen rumfummeln, aber wenn man es dann mal drin hat, dann ist es dicht oder zu, sozusagen. Ja. Da ist ein bisschen versteckter Platz, da kann man was dahinter schreiben. Und dann, wie gesagt, ich habe es für mich ja gedacht gehabt mit helle, freundliche Seite, mit viel Platz zum Schreiben und ja. Und das ist ja so geblieben. Das habe ich jetzt auch nicht verändert natürlich, weil da kann man noch ganz viel drin machen. Und ihr seht, es liegt immer noch super flach. Und es ist mega toll. Also das nächste, was ich mache, werde ich eigentlich genauso aufbauen, habe ich mir vorgehabt. Das werde ich noch ein bisschen üben einfach und gucke, ja, ob das nächste Mal wieder so gut klappt. Und ich glaube, das ist dann die Art, wie ich meine Journals mache. Dieses ist mir eben wichtig, dass ich drin arbeiten kann und dass das flach liegt und dass es dann auch noch wachsen kann, weil meine Journals, die wachsen unglaublich. Ich halte euch jetzt am Schluss nochmal das Kleine da rein, was da unten liegt, dann zeige ich euch mal, wie das schon gewachsen ist. Ja. Also ihr seht, so war das jetzt. Es hat eine flexible Rücke und so ging das dann tatsächlich auf die Reise. Hinter kann man noch eine Karte reinstecken. Und man kann das mit so einem Band verschließen oder auch nicht, wie man es halt möchte. Ja, und so sieht es aus tatsächlich, dieses Journal. Und das da, da gibt es ja auch ein Video, das ist ja gedacht für Anfänger. Habe ich das ja euch so ein Video gemacht. Ist ganz gut bei euch angekommen, dieses Video. Und ich denke, das kann man wirklich gut nachmachen. Ist ja passiert mit einer Einkaufstasche von DM. Das Herzle da vorne, das Papier ist vom Eierkarton gewesen und so. Das ist nur Material, was man theoretisch zu Hause hat. Und ich habe euch ja gesagt, wenn ich mir so ein Journal mache, dann wächst es mit seiner Aufgabe. Und ihr seht hier schon, da ist schon einiges drin passiert. Also ich tue da wirklich drin arbeiten. Das zeige ich euch in einem anderen Video, aber meine Journals, die, da habe ich vorne aus so eine Tasche eingebaut und da ist auch Material drinnen tatsächlich, seht ihr das? Und da kommen auch zum Teil Seide noch mit dazu, die vorher gar nicht drin waren, die ich dann einbaue im Laufe der Zeit. So benutze ich meine Journals und darum wäre die immer so krokodilmäßig. Ich kann da nichts dafür, aber mich stört es nicht. Also ich finde es trotzdem toll und interessant und es ist trotzdem noch, man kann das da zusammen drücke es. Ich finde es trotzdem noch handlich und ich bin gespannt, wie lange es mir hält. Also ich bin gefühlt schon fast bei der Mitte und ich schaffe noch gar nicht lang drin, aber wenn man es mal angefangen hat und wenn man es dann, da ist schon Füller drin, wenn man es dann wirklich mitnimmt und überall, wo man quasi ist, dass es dann in der Nähe ist und man kann dann, wenn was passiert ist, direkt das reinkleben oder aufschreiben oder so. Ihr glaubt nicht, wie schnell sich so ein Journal füllen kann. Ja, da mache ich irgendwann ein separates Video dazu, aber ich glaube, heute haben wir genug geschwätzt und ihr habt genug gesehen und ich befürchte, es ist wieder ein langes Video geworden. Sorry, aber ja, so ist es halt. Ihr könnt es euch ja aufteilen. Ihr könnt ja immer so stückleweise das angucken, wenn ihr es dann bis zum Schluss ansehen wollt. So, ihr Lieben, ich wünsche euch was. Ich freue mich, dass so viele neu auf meinem Kanal sind. Nochmal herzlich willkommen auf meinem Kanal und ich bekomme jetzt auch mit, dass da ganz viele auch so jetzt sich so durch meine ganzen Videos durchforschte und kriege ich dann in den Kommentaren mit, weil ich sehe ja dann immer, welches Video gerade geguckt worden ist und ich finde es einfach toll, dass ihr euch die Zeit nehmt und wirklich da so in die Katakombe vom Bullenhut-Art Video-Dschungel da eintaucht und euch Anregungen holt. Freut mich unglaublich. Also, viel Spaß weiterhin auf meinem Kanal wünsche ich euch und ja, euch allen eine schöne kreative Woche.
Macht's gut, wir sehen uns wieder, bis zum nächsten Mal. Tschüss.